So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 2 zusammen mit dem Kev, der ist davon bei der Mobfarm. Hallöchen. Hallöchen! Und ich bin Wo hier bist hinten du denn? Und Ich sehe dich gar nicht. Ich mache euch gerade unser Feld, unsere Feldfläche. Und wenn du willst, kannst du mal vorbeigucken, was du gerade Ach, da vorhast. hinten, ich sehe dich. Ja, ich sehe es von unten, ne? Sehr schön machst du das. Und ich bin ja gerade an der Mobfarm bei der letzten Folge angefangen. Und zwar. Will ich hier so eine Wendeltreppe rummachen? Ich glaube, das wird ganz cool kommen. Aber ich habe gerade das Problem, dass das Wasser stört. Deswegen, ich muss meine einzige Chance auf Rückkehr muss ich vernichten. What? Wirklich, ich muss es kaputt machen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, ich habe keine Treppen mitgenommen. Ah, kannst du mir Holz runterwerfen? Spark, bitte! Ja, ich kann dir Holz runterwerfen. Brauchst du nur Holz oder soll ich dir gleich Treppen machen? Gib mir Holz, ich habe auch keine Workbench. Okay. Dann, oh Mann, ist das bitter! Ich hätte daran voll nicht gedacht. Ich habe alles zu Slabs verkraftet, jetzt habe ich nur noch Slabs da. Wie viel Holz brauchst du denn? 37 reichen die? Sekunde. Ich denke mal schon, 37 muss genug sein. Wo genau bist denn du? Da. Wirf einfach, wirf einfach! Flop. Danke sehr! Bitchen! Funktioniert, läuft! Noch was. Versuch unten so ein kleines Podest oder so in der Art zu bauen, dass man da easy von unten ran kann und die halt abfarmen kann, weil wir haben immer das Problem, dass wir da immer so schlecht rankommen und auch das Loot, was drin liegt, nie mal komplett einsammeln können. Ne? Dass man vielleicht halt in der Mitte, weil es ja 9x9 oder 3x3 Feld ist, so vielleicht eine Conveyor-Belt haben, die halt irgendwo die Sachen zur Seite schiebt. Und ich kann die auch gerne Conveyor-Belt mit runterschmeißen oder so. Ich habe leider gerade gar nichts gehört. Meine Freundin ist gerade reingekommen und meinte, gib mir eine Festplatte von unten. Und dann war ich gerade unter PC und habe eine Festplatte abgestöpselt. Es tut mir leid. Dann erkläre ich das nochmal, ganz kurz. Und ja, zwar danke sehr, sorry. Folgendes, kannst du so eine Art kleines Podest bauen, sowas in der Art halt, weil wir kommen immer so schwer an die Drops ran, das geht immer nicht und du kannst die komplett alles ein, du musst immer so halb reinlaufen, damit du alles kriegst. Kannst du vielleicht auf dem mittleren Block eine Conveyor-Belt legen, die ich dir gleich mal runterschmeiß hier, so, die liegt unten übrigens, sodass du praktisch immer, wenn halt, ich sag, keine Ahnung, irgendwas in der Mitte liegt, das zur Seite geschoben, dann kannst du halt außen rum noch laufen und dann die Sachen einsammeln über die Ecke, was sonst halt normalerweise nicht geht. Aber dadurch kriegen die ja, ich weiß, was du meinst und ich habe auch eine Lösung dafür. Okay. Lass dich mal überraschen, ich habe dafür eine Lösung. Okay. Ich weiß, wie wir das machen werden. Ich habe das Ding trotzdem mal runtergeschmissen, falls du ja, nicht brauchst. Ja, alles gut. So. Zack, 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 zack. Du wirst gleich sehen, was meine grandiose Lösung ist, aber ich sehe hier einfach gar nichts unten. Es ist so duster, unfassbar duster. Soll ich kurz Tag machen? Nee, wäre schön, aber ich habe jetzt ein paar Fackeln. Ich lieg schon im Bett. Das ist gut. Ich bin schnell. Ohne Witz. So, das Tag. So, und zwar kommen wir sogar noch besser an die Drops ran, weil ich da so halbe Blöcke einfach nur platziere. Und zwar nur unten halbe Blöcke, damit wir das einlooten können. Du wirst sehen. Aber ich glaube, diese Convoy Bell wird nicht gut sein. Weil wir haben doch festgestellt, dass die den Schaden offenbar blockt. Ja, aber nicht ganz. Das, was wir oben hatten, war so ein bisschen kritischer Schaden, weil wir waren wirklich hart an der Damage-Grenze angelangt. Aber wenn das jetzt. War ja die exakte Damage-Grenze. Wenn das so weit runterfällt, dann denke ich mal schon, dass das easy going geht. Vermute ich mal. Wenn du das sagst. Ich vermute es. Ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Ich bin unvoreingenommen. Und das sieht ja echt gut aus. Also. Oh, du bist ein Level gestiegen. Ja, Grandmaster. Herzlichen Glückwunsch. Du tötest auch die ganze Zeit Mobs. Du machst das besser als ich. Du machst das so zwischendurch. Und ich mach das wirklich nur ganz, ganz selten, dass ich da reingehe. Nee, mache ich auch nur gerade ganz, ganz selten. Ich wollte ein bisschen Zeug ansammeln, aber man kommt da nicht ran. Weil ich wollte mich Zombiefleisch holen und ähnliches, damit ich wieder Sachen machen kann. Und man kommt nicht an die Drops ran in diesem 9x9 Feld von außen. Man kommt nicht ran. Ja, aber das Ding ist, auch wenn die auf dem mittleren Feld zur Seite gepackt werden, die müssen perfekt auf der Convoy-Belt drauf liegen. Sonst werden die auch nicht transportiert. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wollen wir eine Säge erstellen, weil dann kriegen wir so halbe Blöcke, die wir an eine Seite setzen können. Dann kommen wir einen halben Block näher ran und können noch eher Items einsammeln. Das mache ich doch gerade hier unten, habe ich doch erzählt. So, ja, okay, gut. Ja. Aber nur für die unteren beiden Blöcke, weil sonst sieht das mega hässlich aus. Ja. Das habe ich doch die ganze Zeit erzählt. Ich dachte, du meinst was anderes. Ich dachte, du meinst Slabs, aber nicht gesägte. Guck dir das hier unten nochmal an. Ja, ja. Ich hab's nicht gesehen, weil ich hier oben gerade das Zeug Erdefeld mache. Ich dachte, du meinst das mit Slabs. Nee, nee.
Meinte, okay. Das schon so. Zack, zack, zack. Und so ist das eigentlich ziemlich cool. Finde ich zumindest. Ist eine schöne Sache. Macht einfach nochmal so kleine Punkte drauf. Achso, ja. Der funktioniert das nicht. Mit der Saw. Zack, zack. Perfekt. So. So haben wir hier schön alles auch sogar dekorativ. Man kann da auch reingehen und schnetzeln, wie man lustig ist. Das ist alles kein Problem. Muss halt nur aufpassen, dass ich auch genügend mitnehme, weil wenn ich jetzt die Treppen setzen will, das geht natürlich nur, finde ich, an diesen ganzen Blöcken, weil sonst sieht das komisch aus. So. So, ich sammle mal das Zeug wieder ein. Und, oh, ist aber ein Epic Lootbag, wo kommt der denn her? Zwei Golden Apples, Tomium Eggs und noch wieder so ein komischer Ring. So, da Alter. Kann ich das platzieren. Ah, doch, so. Und ein Legendary Lootbag. Wo kommt die Dinger auf einmal her? Soll ich mal ein Legendary Lootbag aufmachen? Das ist einer, den haben wir noch gar nicht gehabt. Okay, ich mach mal auf. Legendary Lootbag. Apprentice Ring of Ordo, also nichts Besonderes. Also doch nicht so Legendary. Ja, war schon Legendary, aber vielleicht hab ich einfach nur einen scheiß Bag erwischt. Das kann auch sein. Ja, das ist möglich. So, jetzt esse ich erstmal was. So. So langsam komme ich hier hoch. Ich gehe einfach um die Mobfalle hoch. Also, was anderes kann ich ja nicht machen. Ich habe übrigens unser erstes Feld fertig, ne? Es fehlt echt an Holz, aber. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich hier gehen muss, aber noch ein bisschen ist es wohl. Zack. So, ich sehe Tageslicht. Spark, ich komme. Er kommt aus seinem Loch endlich rausgekrochen. Ja, Mann. Ich habe das erste Feld fertig von uns, ne? Das Loch wird verlassen. Also es ist zwar noch hässlich. Und absolut unsicher. Aber wenigstens wird man dann schon runterkommen können. Hier gefällt mir das nicht. Mach hier gerade mal eine Hake. Und dann ist das erste Feld soweit fertig. Wir können was anbauen. Yay. Ja. Was ist denn los? Time to farm. Ah, das ist nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich habe doch irgendwie Mist gebaut. Okay, das passt. Da kannst du schnetzeln. So kannst du auch looten, wenn du schön rumgehst. Die Ecken nehme ich doch hier weg. Ich dachte, die sind eigentlich ganz cool, wenn man vielleicht die Möglichkeit dann hat, dass das schöner aussieht. Aber ich mache das lieber so, dass die Mobs sich nicht treffen können. Du kannst mal runterkommen und dir das Werk angucken, weil das ist echt ziemlich cool geworden. Sekunde. Ich wollte schnell einpflanzen. Achso, mach das genau. Das hier waren Carrots, habe ich gerade mal gepflanzt. Dann normales. Ich mache mir erst so ein großes Mixfeld, weißt du, wo alle Seeds einmal gesetzt werden, weil so viel Platz haben wir halt noch nicht. Grass Seeds brauchen wir nicht, Melon Seeds brauche ich nicht. Sugar Cane Seeds, ich hoffe mal, dass das hier reingeht. Brauchen wir das hier? Nee, ich glaube, dann brauchen wir fertige Erde. Ach, oder man kann es nur direkt am Wasser. Kannst du direkt am Wasser und... Ja, kann man direkt am Wasser noch. Kannst du auch auf Sand, ist leichter vielleicht. Ja, Sand haben wir jetzt... Nee, es geht auch an Erde. Das Problem war jetzt nur, ich wusste nicht, weil das diese Ex-Nihilo-Seeds sind, nicht das normale Sugarcane, von daher. Ah, okay. So, Sekunde, ja, ich komme dann mal bei dir vorbei. Ist halt wirklich noch ungesichert, das will ich noch verbessern. Hast du Treppen gesetzt? Wahrscheinlich Leitern hast du jetzt, ne? Ich habe Treppen gesetzt. Okay. Also, ist auch schön. So, natürlich noch absolut ungesichert und ich muss noch einmal von oben nach unten das Ganze natürlich langziehen. Ich komme. Ich bin da. Oh shit. Jo, ja, wenn man da rankommt und wirklich an alles reinkommt, an alle Items, ist das doch super. Guck mal, wie nah man hier rankommt, also das ist echt eine Meisterleistung hier. Nicht schlecht. Wie nah du kommst und du kannst hier sogar richtig in die Ecken reingehen und bist hier praktisch im Block drin. Mhm, jetzt muss noch der Fallschacht hochgebaut werden, so ein bisschen. Ja, nur das Holz fehlt gerade. Soll ich dir welches geben? Ich habe noch Holz. Ja, wie viele Stacks hast du denn? Reicht dir so ein Stack Oak Holz? Also kommt nicht Planken, sondern komplett? Oder brauchst du noch mehr? Ich weiß es nicht. Ich geb dir erstmal ein Stack, warte. So, leg's einfach hin, ich hol's mir gleich. Liegt auf der Treppe, wenn du willst. Oh nein, ich hab einen Hexer mich abgeschmissen. Ja, liegt auf der Treppe. Alles klar, danke. Wobei das problematisch ist. Warum?
Lauf die Treppe hoch. Oh, da ist zum Glück ein nur normaler Slab. Weil ganz häufig ist es so, dass es von Treppen runterrutscht. Kennst du das? Ja, kenne ich. Leg nochmal ein Legendary Lootback drin. Alter, will ich haben. Du bist so Lootback-gierig, ne? Hallo? Und wer sagt mir in dieser Folge, dass er nicht so häufig da steht und farmt? Jede Folge. Ich farm aber echt nicht häufig. Ja. Nee, ich farm echt nicht häufig. Das war jetzt einfach nur, ich hab reinguckt. Ich wollte kurz die Mobs killen. Auf einmal liegt da ein Legendary Lootback drin. Hallo? Ach, und dafür kannst du nichts. Da musstest du zuschnappen. Natürlich. Da musstest du zuschnappen. Dir blieb keine andere Wahl. Wieder die Natur da, nein zu sagen, ne? Nom, nom, nom. Ja, damit. So, hallo, gleich. Vielleicht ist da was übelst krasses drin. Okay, ich hab'n. Und? So, was ist denn da drin? Da ist drin Atomium Pickaxe, Level Obsidian. Albern. Geht. Ja, das Legendary ist halt Legendary, da warte ich auch was hier. So, also der Fallschacht ist erweitert. Jo. Schon mal gut, wenn du aufmachst. Oder wenn, so, wenn du aufmachst. Die fallen jetzt hier runter. Hast du aufgemacht oben schon? Ja, ist schon offen. Okay. Und soll ich hier das sichtbare Feld drinnen lassen oder? Ja, kann man reingucken, so Geschmackssache halt. Eventuell hier, hups, an der Seite. Hier auf jeden Fall wegmachen, weil die Blöcke, genau, dass man da hochklettern kann und weil hier geht's ja runter. Ja, ja, das macht die Leiter hier vorne dran. Sekunde, ich muss hier echt mal das Ganze absichern, weil es ist hier echt mega, mega unsicher. Ja. So, habe ich noch Slabs? Nee, leider nicht. Ah, ein Workbench ist unten. So. Wie schaut's aus? Nee, die überleben. Was? Die Convoy-Welt geht gar nicht. Okay, dann weg damit. Das war doch beim letzten genauso. Dann nehmen wir halt einen Eimer Wasser mit und wenn wirklich Items in der Mitte liegen, setzen wir kurz einen Eimer Wasser rein, der drängt die Items zur Seite, dann können wir sie einsammeln, nehmen wir Eimer Wasser wieder mit, fertig. Also so scheint jetzt alles zu sterben, bis auf Spinnen. Ja, Spinnen klettern halt, da müssen wir wieder mehr setzen, also mehr Schilder. Ja. Oh, ich habe plus eine Tag gekriegt, nochmal. Alter. Kann ich noch mehr modifieren? Nee, godlike, jetzt geht's nicht mehr weiter. Na, zum Glück. Level ist godlike. Okay, bis jetzt stirbt alles. Alles, was hier runterfällt, stirbt. Das ist schon mal gut. Und wir sollten diese Mob-Drop-Kisten echt hier unten machen. Ja, wäre eine gute Idee, dass wir auch alles, was wir oben haben, einmal noch mit runternehmen, dann einsortieren oder so. Aber ganz ehrlich, alles, was hier liegt, das reicht massig. Wir müssen gar nicht diese Mitte unbedingt jetzt weglooten. Das ist nämlich so unfassbar viel, also wirklich. Das ist viel zu viel, was da liegt. So, egal. Ich erweite mal die Plattform hier, also unten, damit wir unten gleich neben diesem Aufzug vielleicht ein paar Kisten platzieren können. Das ist, denke ich, ganz nett. Zack, zack. Kann man so ein kleines, chilliges Lager machen. Das finde ich doch ganz gemütlich. So, jetzt kommt wirklich der ganze Crap rein, der hier mitgegeben wurde. Ist viel. Ja, ist gar nicht so viel. Ich habe einiges an Baumaterialien noch da. Ich war hier oben am Getreidefeld noch. Also wir haben sie technisch echt vorne schon mal geschafft. Und im Winter kann ich mit Knochen die Felder ein bisschen schnell hochzüchten und ein bisschen Gas geben. Und dann wächst da extrem schnell das ganze Zeug fertig. Wir können es vervielfältigen. Gar nicht mal so schlecht. Das wäre echt gut. So, ich schau mal ganz kurz, wie es ist, wenn ich rumlaufe. Und es hat bisher noch nichts überlebt, also gar nichts. Das ist gut. Ich komme wirklich an den... Ja, geh mal ab und zu immer mal runter und holen uns, ne? Ja. LOL! Ich habe gerade eine Karotte hochgezüchtet, da habe ich ein Bone Meal draufgeklickt und dann... Ah, dann ploppt das raus und du kannst aber wieder hochzüchten mit Bone Meal. Ja, das meine ich ja, dass du immer nur rechtsklick machst. Okay. Das wäre das, was ich meinte. Okay, ich krieg wirklich 80%, was da liegt, also... Das ist viel. Wir haben da so viele Lootbags wieder drin. Aber wichtig ist, dass alles stirbt und es funktioniert. Ich müsste mal F7 checken und ich sehe hier, dass an einigen Stellen die Monster wild werden würden. Wenn ich hier nicht aus. Genau. Und an der Stelle ist auch schon wieder die Folge zu Ende. Übelst zackig.
Und es geht übelst schnell. So. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Part und gucken mal, wo die Reise noch hingeht. Also wir haben jetzt ab sofort Essensfarm, Kev, wir haben echt keine Hungerprobleme mehr, zum Glück. Das freut mich. Gut. Dann, ja, tschüss und bis zum nächsten Part, ne? Lass krachen. Jo, ciao, ciao.